Hallo Leute und willkommen zurück zu Rock of Ages, yeah. Wir beginnen gleich wieder in Lyon, der Heimatstadt, nein, der Stadt von Paris Hilton. Ist der in der Nähe? Aber nicht ganz, aber immerhin in der Nähe von Paris. Aber eben, Paris Hilton wohnt da in Lyon und nicht in Paris. Ja. Und jetzt kommt gleich wieder ein episches Cutscene, auf das ich mich schon freue. Wow. Tanzen. Ritter? Ach ja, wir sind immer noch in Frankreich, wo im Hintergrund ein England-Symbol. Oh, ouch. Zu sehen ist. Wer ist denn das? Der Bruder von Paris Hilton. Sieh mal an. Michael. Ach nee, vielleicht eher Michel, weil er ja Frankreich ist. Tanzen kann er auch. Ist ja mal geil. Gut, wir kämpfen gegen einen tanzenden Engel, der Bruder von Paris Hilton. Fast so bekannt wie Paris Hilton. Okay, was haben wir hier? Ich habe das Level jetzt dann schon gleich 1000 Mal gespielt, weil, ja, sagen wir das mal so, mein PC wollte immer nicht, als ich hab's gespielt oder aufgenommen, bla bla bla, das ganze Zeugs dazu, und dann wisst ihr, was passiert ist, ein Frame pro Second, einfach so aus dem Nichts raus. Aber ja, letztes Mal habe ich eine gute Taktik gefunden. Genau, jetzt weiß ich wieder, wie die gegangen ist. Ich habe hier Katapulte platziert. So, und dann hier, ach ja, für so eins hat es eben doch, so heißt es reicht jetzt noch. Voilà. Gut. Los. Ich will fahren. Ich will rollen, besser gesagt, fahren. Das ist der falsche Begriff. Aber ja, wie schon gesagt, ich will dem Bruder von Paris Hilton mal eins in die Fresse hauen. Weil ich meine, hallo, es ist der Bruder von Paris Hilton. Wieso nicht? Ich weiß gar nicht, wer Paris Hilton ist übrigens. Nur so, damit ihr es wisst. Ich hasse echt diese Katapult-Dinger. Die sind OP. Okay, ich gehe mal hier oben durch. Vielleicht schlechte Idee. Jo, schlechte Idee. Hey, der macht meine Katapulte. Der hat meine Katapulte zerstört. Die ist. Ah. Das ist ein bisschen asozial von dem. Okay. Aber dafür ist der jetzt runtergefallen. Haha. Opfer, ich bin besser als du. Er hat einen Katapult von mir kaputt gemacht. Das deprimiert mich jetzt gerade. Ich frage mich, ob das dort sein Goldteil war. Also wenn ja, dann muss ich das mal zerstören. So, TNT ausweichen. Vor dem ganzen TNT ausweichen. Okay, ich sehe, es ist irgendwie nicht so viel, wenn ich da. High Speed. Und BAM! Parasitons Bruder hat gerade einen Schlag in die Knutschzone bekommen, sozusagen. Ja, er hat tatsächlich einen Katapult von mir zerstört, diese Asi. Ich werde ihn einfach noch mehr zu bombardieren mit Katapulten. Und hier seine Taktik kopieren. So. Dann werden wir noch. Lebt mein Money-Teil noch? Ja. Ah, er hat sein Money-Teil doch aufgetroffen. Ich musste echt sein Money-Teil zerstören. Was können wir noch? Wir können noch von denen da hier überall hinsetzen. Weil die sehr nützlich sind im Endeffekt. Los! Ich muss wieder gegen Paris Hilton anrollen. Also Paris Hilton Bruder, der hat ja auch, ich glaube, 2-3 Filme erfunden. Irgendwie Hancock hat er, glaube ich, also erfunden. Er hat das Skript geschrieben zu dem Spiel. Hopp. Ja, das war jetzt promäßiges Ausweichen. Fast. Auf jeden Fall. Ja, eben das Skript zu Hancock hat er gemacht. Und dann gleich als Nebendarsteller, wisst ihr noch, den kleinen Jungen, der sagt, das A-Wort, die A-Bombe, der die A-Bombe fallen lässt, ja, das nicht die Atombombe, aber sonst das Wort, die A-Bombe, das ist ein englischer Begriff, egal, der die A-Bombe fallen lässt, ja, also ich glaube, er war dieser Statist oder dieser kleine Junge, der dann Flugstunden nimmt, ja, bei Hancock. Ah, ich habe sein Moneybag-Teil nicht zerstört, weil ich sehr dumm war. Aber dafür komme ich hier mit Reasonable Speed. Doch, das reicht. Los! Jawohl! Jetzt schmerze ich ihn so langsam. Kopiere ich nochmal seine Taktik. Schmeiße ihn einfach so ein Ding hin. Ah! Kacke. Irgendwie ist das ein Bug, wenn ich. Ich kann nichts platzieren.
Das ist ein Bug. Bitte, willst du mich wohl etwas passieren lassen? Spiel fortsetzen. Ich kann nicht... Das ist der Kacke. Ich gehe jetzt mal in Hilfsoption. So wie Gespielsteuerung. Okay, zurück. Bla bla bla, zurück. Zurück. Spiel fortsetzen. Funktioniert das du jetzt? Ah, es funktioniert nicht mehr. Nein. Okay, ich werde dann einfach die Feuerkugel nehmen. Das ist aber... Ja, doof. Doof, 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 doof. Aber ja, das Spiel hat eben Bugs. Leider, manchmal. Okay. Fliegekugel, Feuerkugel. Okay, jetzt haben wir eine Feuerkugel. Das muss jetzt einfach reichen. Und funktionieren. Weil ich habe keine Fallen mehr aufstellen können. Das war schon mal nicht so gut. Ich muss einfach vor ihm dort sein. Nein, nicht cool! Sehr uncool sogar. Okay, wenigstens habe ich jetzt sein Feuerwerk zerstört. Das ja auch bei Heimkopf vorkommt. Also wie ihr seht, er benutzt die gleichen Taktiken, die er auch sonst hat. Hopp. Jawohl. Nein, 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 fast. Ah, es hat fast gereicht. Okay. Alter, ich kann keine... Ich wollte noch Fallen platzieren. Unfair. Das Spiel ist echt unfair manchmal. Aber egal, ich werde trotzdem gewinnen, weil ich einfach epischer bin als der Typ da. Ganz einfach. Schon nur aus diesem Grund werde ich gewinnen. Okay, vor allem, ich habe auch eine Feuerkugel, ich meine bitte. Hancock hätte auch keine Feuerkugel aufheben können, oder der kleine Junge von Hancock. Hancock war ja viel epischer als der kleine Junge. Obwohl, ich glaube, der Film dreht sich eigentlich um den kleinen Jungen und wollte die Diskriminierung von solchen kleinen Jungen zeigen. Mhm. Ziemlich sicher, aber ich habe es geschafft. Egal, jetzt können wir ihnen zeigen, was das soll. Von wegen kleiner Junge, willst du auch zum Mond fliegen? Ja, du willst es. Lup. Ciao. Yes, ich habe gewonnen und das sind 5 Minuten. Aha, aha, yeah, baby, aha, aha, aha. Okay, du hast gewonnen. Zeit, 5 Minuten, 43 Sekunden. Zerstört einen 4 Gesamtscore 1089, benutze Versprache 3, 431. Woo, sehr geil. Nur 30. Ja, weil ich ein Pro bin. Weiter geht's. Yeah. Ja, das war jetzt das für diese Folge. Leon geschlagen. In der nächsten Folge, was werden wir bekämpfen? Also, wo werden die sein? Die Himmel. Die Himmel. Mehrere Himmel. Gibt es mehrere Himmel? Ich dachte, es gibt nur einen. Ah gut, wenn man jetzt auf den Mars geht und dort nach oben sieht, ist es auch ein Himmel. Theoretisch. Aber ja, das war's dann für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ein Junge. Ein Hut. Ein Hut. Ein Hut. Okay. Bis später. Ciao.